Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorotin und heute gebe ich einmal die 5 Top-Decks dieses Formats. Ein bisschen spät diesen Monat, denn es ist viel abgegangen diesen Monat und es war die Extravaganza. Ich habe ein paar Videos dazu gemacht, dann habe ich eine Meta-Tierlist gemacht ganz am Anfang. Aber heute gibt es einmal die 5 besten Decks des aktuellen Formats für Mai 2021. Starten wir mit Platz Nummer 5. Trabigate Zodiac. Das ist das fünfte Deck dieses Formats, was in der Meta mitmischen kann. Ich habe das Deck auf der Extravaganza selber gespielt. Es ist ein unglaublich gutes Deck und ich rede jetzt nicht von Bird Up. Das wird mit dem neuen Set noch besser werden, mit dem Link-Monster und auch mit den nachfolgenden Sets mit dem Support für Wingpeace-Monster. Jetzt geht es erstmal um Zodiac Tribrigate. Holy shit, dieses Deck ist insane. Ihr habt Karten wie Shuraik, wie Revolte, die Karten, die einfach unglaublich strong sind. Karten wie Kit, wie Nerval, die was in den Friedhof schicken, was sie suchen können. Jedes Monster hat den gleichen Effekt. Ihr könnt Monster banishen, um dann von Extra Monster zu beschwören. Ihr könnt halt super easy für ein OTK gehen. Ihr könnt super gut Going First Karten spielen, wie Strike oder wie andere Traps, wie jetzt Ice Strings Prison oder sowas in der Richtung. Es ist ein unglaublich starkes Deck und es gibt auch nicht viele Konter. Natürlich, Lancia. Brauche ich überreden, wenn du ein Deck hast, was es nur banished, ist Lancia halt immer gut. Aber das ist somit das Einzige, was es wirklich komplett tötet. Natürlich eine Ashe oder ein Skullmeister auf das Deck kann auch schwierig sein, aber es tötet das Deck nicht. Deshalb geht Trybiger Zodiac an Platz Nummer 5. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 4. Und das geht an Virtualwelt. Virtualwelt, ein unglaublich starkes Deck. Und der Grund dahinter ist Konstanz. Dieses Deck ist halt ultra konstant. Mit dem neuen Topf und Platz im Extra-Deck und in Kombination mit dem Synchro-Monster Zolkin und Caliga ist das Deck halt ziemlich gut, weil es quasi den Negate aufbaut, bevor man für die Biro gehen kann. Und dann hat es den Quiswing auf dem Feld, der sich halt selber nicht mehr entfernt. Und dann geht es quasi für den Caliga-Play, wo du noch einen Monster-Effekt hast für den Rest der Runde, den er mit Quiswing annullieren kann. Ja, GG. Klar, du hast noch Spell-Traps, aber ganz ehrlich, die meisten Decks spielen halt irgendwelche Monster-Effekte, die halt brauchen, um fürs Play zu gehen. Deshalb ist diese Kombination an Karten halt wirklich richtig gut und auch super konstant möglich. Das Grinding von WoW ist unglaublich insane. Die grinden bis zum Tode. Denn die können sich aus dem Friedhof zurückholen, die können Karten wieder zurück ins Deck mischen und, und. Also das ist halt wirklich insane, was die können. Okay, nächstes Deck. Platz Nummer 3. Da haben wir logischerweise einmal Prankits, unsere kleinen Streichbuben. Dieses Deck ist überraschenderweise ziemlich gut. Auch wenn natürlich manchmal eine Ashe auf den Normal Summon reichen kann, um das Deck aufzuhalten. Es hat so viele Utilities im Deck, die einfach unglaublich gut sind. Es hat die Möglichkeit, Karten wieder zu recyceln. Bis auf den Meowmeow, der sich halt banisht. Das Deck hat einen Kartenstarter. Jedes Monster von denen ist ein Kartenstarter für die komplette Combo. Mit der Fusion und danach noch drei Monster Special. Ja, es ist einfach legit richtig gut. Und es kann relativ easy für noch die Karte drücken. Es kann in deiner Runde zweimal einen Regieffekt benutzen. Schwierig, das wirklich anders zu sehen, als sagen, das ist halt wirklich ein Top-Meta-Deck, ne? Klar, es hat seine Schwächen, aber das hat jedes Deck. Und das Deck kann um die Schwächen meistens sogar rumherum spielen. Deshalb, gutes Deck, Platz 3 für Prankits. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Und das wird nicht viel überraschen. Das geht logischerweise an das hier. Ja, Shedol Invoked Dogmatica. Dieses Deck, habe ich auch schon Deckprofile zu gemacht gehabt, ist ein unglaublich starkes Deck. Brauche ich nichts zu sagen. Dieses Deck kann Winder spielen, es hat Karten wie Nadir Servant im Deck, Karten wie Shadow Schism. Auch Construct ist eine richtig gute Karte oder Sachen wie Abcologne, die halt wirklich richtig stark sind. Oder ein Mechabot, der was negieren kann. Also das Deck ist halt so krass. Es endet meistens im First Turn auf nicht so viel, aber den Control State, den es dadurch erreichen kann, ja, es ist halt richtig stark. Denn eine Winder zu beschwören in deiner Runde ist generell schon mal ziemlich gut. Aber wenn du noch die Möglichkeit hast, wenn du einen Darkmans beschwörst, das wegzuhauen, strong. Die spielen Super Poly im Main Deck. Das heißt, die outen automatisch schon mal viele andere Decks, die irgendwas mit Dark machen, irgendwas mit Fusion machen oder irgendwas anderes an den Booten haben, die als Shadowmancer spielen. Bleibt nicht viel zu sagen. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt zum unangefochten besten Deck: Dragonlink. Wer das anders erwartet, auch wenn natürlich die Extravaganza gezeigt hat, dass dieses Deck nicht unbedingt immer die höchsten Plätze erreicht, wenn das nicht so viele Leute spielen. Aber das Deck ist mit Abstand das beste Deck. Es kann aus einer Karte ein komplettes Board machen. Es macht aus einer Karte ein Board-Sort-OTK.
Es gibt so viele One-Card-Starter in dem Deck, die halt mehrere Dragons geben. AP ist eine Karte, die richtig stark ist. Der Red MD ist wieder zurück in dem Deck, das ist auch richtig stark. Der Striker Dragon sucht die Field-Spell, die was splashen kann. Der Rocket Dragon, Bruder, die ist so strong, die Karte. Der Tracer, eine Quick-Spell, die aus dem Deck splashen kann, nicht once per turn. Eine Fallenkarte, die was bouncen kann. Und vom Friedhof was splashen kann, wenn die im Friedhof ist. Dieses Deck ist einfach so gut. Und das wird die Bandits nicht überleben, aber es ist aktuell so gut. Das ist quasi das beste Deck. Die große Frage, die ich habe, ist, was denkt ihr zum aktuellen Meta? Glaubt ihr, das ist aktuell cool? Es ist diverses. Müsst ihr Dragon spielen? Ist Dragon mit mir schon T0 Deck? Ich glaube nicht, es ist ziemlich stark, aber es ist halt nicht so krass gut gegen Menschen in Matchups. Deswegen zum Beispiel gegen Shadol und gegen Brankets kann das manchmal auf die Fresse kriegen. Ja, dann würde ich sagen, lasst mal in den Kommentaren da, was ihr von dem aktuellen Meta-Breakdown haltet. Abonniert den Channel für mehr Yu-Gi-Oh!-Content, falls ihr was sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das wird wahrscheinlich am Dienstag kommen. Das werden die Rogue-Tags sein für das aktuelle Format. Seid gespannt, ich habe da so ein paar coole Picks. Bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, Leute.